Ja, wie viele Lebensmitteltafeln gibt es in Südtirol? Wie viele Lebensmittel werden gesammelt? Wie viele Lebensmittel gibt man dann an wie viele Bedürftige weiter? Das waren zum Beispiel drei Fragen, die ich in einer Landtagsanfrage an den Landeshauptmann gestellt habe. Die Antwort ist spärlich. Er kann mir nur von zwei Lebensmitteltafeln berichten und dann erwähnt er noch zwei andere. Aber ich weiß, dass es in Südtirol viel, viel mehr solcher Lebensmitteltafeln gibt. Ich möchte bei dieser Gelegenheit diesen Menschen auch danken, die diese wertvolle Arbeit verrichten. Und wir werden nun einen Beschlussantrag im Landtag einreichen, der vorsieht, dass diese Lebensmitteltafeln erhoben werden und wir auch die Zahlen erfahren, wie viel sie dann an Menschen weitergeben an Lebensmitteln. Denn das zeigt uns, dass man erstens die Bedürftigkeit in unserem Land sieht, aber man sieht auch, wie viel man Lebensmittel sparen kann.